Kati Karrenbauer betreut ihren an Demenz erkrankten Vater seit 4 Jahren. Und das, obwohl sie davor 50 Jahre lang keinen Kontakt hatten. Wie sie in ihrem neuen Buch die Situation aufarbeitet, erzählt uns die 60-Jährige, als wir sie bei der Berliner Fashion Week in der Reichert Plus Beauty and Fashion Lounge treffen. Ja, ich habe gerade das Buch rausgebaut, das ist am 16. Dezember erschienen. Das heißt, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Und da geht es natürlich auch ein bisschen um die Demenz meines Vaters, aber vor allem auch um das Wiederfinden des Vaters. Also wir hatten ja 50 Jahre keinen Kontakt oder kaum Kontakt. Und wie man dann wieder zusammenkommt, wie man aus dieser Mühle rauskommt, wer A sagt, muss auch B sagen und so. Darum geht es auch in meinem Buch, aber eben auch um die Demenz. Und ich betreue meinen Vater ja jetzt seit 4 Jahren. Wir fragen nach, wie ihr die Idee zu dem Buch kam. Ich habe gemerkt, wie wenig Hilfestellung man eigentlich aus der Gesellschaft bekommt. Das ist ja immer, Demenz ist immer noch ein Tabuthema. Und es haben so viele. Also allein in meinem Freundeskreis gibt es ganz viele Mütter und Väter, die wirklich dement sind. Und habe dann festgestellt, es ist ein Thema. Und ich möchte das auch gerne zu Lebzeiten meines Vaters schreiben. Weil die meisten Bücher, die erscheinen dann wirklich, wenn der andere gestorben ist. Und das hat immer so ein bisschen was von, naja, jetzt kann man alles schreiben und jede Geschichte erzählen. Und ich wollte da sehr würdevoll rangehen und mache das eben auch würde und respektvoll. Erzähle auch nicht jede Geschichte, die auf der einen Seite lustig wäre zu erzählen, aber die im Buch doch die Würde ein bisschen ankratzen würde. Uns erzählt die Schauspielerin auch, wie es nach so einer langen Zeit wieder zum Kontakt kam. Seine Frau, die ganz, ganz kurze Zeit später sehr überraschend starb, die rief mich an und fragte mich, ob ich mich 2 Tage um meinen Vater kümmern würde, weil sie selber ins Krankenhaus wollte, um sich mal durchchecken zu lassen. Und daraus wurde eigentlich eine Tragödie, weil sie dann todkrank war, wirklich, und innerhalb von 4 Wochen gestorben ist. Und sie war wesentlich jünger als er. Insofern sind wir Kinder nie davon ausgegangen, dass mein Vater sie überlebt. Und dann mit einmal war es eben so, dass ich sie in den Tod geleitet habe und ihn zurück ins Leben. Weil zu dem Zeitpunkt schlief er 16 Stunden am Tag. Und das ist jetzt so, dass ich 4 Jahre mit ihm geschenkt bekommen habe. Das ist Gold wert.